Waffe hier. Gut. Wo ist er? Hier ist er. Wait till you see this. Okay. Zack, leg los. Ein Drache. Oder ein Vogel. I've never seen anything like it in my life. Sure, it was a little scary, but still, I could feel a strange kind of gentleness coming from it. Balfaris. Ja, lass mir doch alles so. That night, we talked for the first time. I didn't know it then, but after that night, everything changed. For everyone. For me. Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team. His memory's a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. Come on, say hi. Sehr gesprächig. Hi, guys. So, where's our goal? To do our best! Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory! To win every match, defeat every opposing team. To bring the Crystal Cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, yeah? Gott, ist das schlecht übersetzt. Die wollen den Sieg und er sagt Pokal. Okay. Dann heißt Victory ab sofort der Pokal. So, komm schon. Du hast rüber gezwinkert. It was really my fault to begin with. I'm Yuna. Thank you so much for your help earlier. Huh? I'm sorry about that. Wasn't I not supposed to? Guess I kind of overreacted. Oh no, I was overconfident. I saw that Aeon thing. That's amazing. Really? Do you think I can become High Summoner? Lady Yuna, come play with me some more. So, tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Oh, really? We can talk more. Huh. Wollte ihr jetzt eine High Five geben? Tell me all about Xanarkand. She's cute, yeah?
Na ja, komm. Ende weg, klar. Hey, but what if she, like, comes on to me? That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. Good. Sleep tight. Es träumte direkt von ihr. Where's that boat? Everyone will find us if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Zanarkand? Hey. You said you'd go with me. Oh, hey, I I thought I was going to get any ideas. He did? Yeah, so you're coming with me. Hey, stop dreaming! You with a woman? You can't even catch a ball! Oh, what's the matter? Gonna cry again? Cry, cry. That's the only thing you're good for. Jetzt haut Daddy mit den zwei Mädels ab. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. I hate you. Huh? That's the spirit. You can do it. Ja, so sieht's aus. I hate you. Ja. Moment, warte mal. Ist das Kind? He does look a lot like Chapu. I was surprised too, the first time. Ah, nee. Lulu. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Excuses again? Yeah, but that's it. No more. Enough, Waka. Uh-oh. Scary. So, who's Chapu? My little brother, Chapu. Look like you. Chapu, look like you. He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why. I became a guardian to fight Sin, yeah? Revenge, then? That was the idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full time. I know it kind of looks like I'm using you, but I'm not. Don't worry. I mean, I owe you a lot. You really helped me out, you know? What I mean is, thanks, Waka. Stop, you're embarrassing me. Weichen wir kurz ab. Ja.
Hey, sleepyhead. Something I want to give you. Ooh. Oh, you're giving this to me? Yeah, use it well. That's the sword you gave Chapu. Well, he never used it. Where's Yuna? We're taking the same boat as Yuna, right? Why do we gotta wait here? Yuna came to this village 10 years ago, when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. Huh? She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. Viel Gepäck. You really don't need all that luggage. They're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, Yuna. I guess you're right. Jetzt lass den Koffer einfach da draußen stehen. Okay, off we go. Die ganzen Geschenke. Okay, alles klar. Mach ich auch immer. Lass den Koffer einfach rumstehen. Unbeaufsichtigter Koffer. Ah ja. Schon kann ich jetzt hinlaufen und den Koffer looten. Der Koffer ist weg. Es ist schon geklaut. Keine 2 Sekunden, der Koffer ist weg. Da kommen sie. Benutzt mal das Schwert. Okay. Ey, macht das nicht weniger Schaden als das andere? Schaffst du das Ding ganz zur Leibgarde? Ein Ball an den Kopf geschmissen. Der Vogel stürzt ab. Aber komme ich jetzt noch an den Punkt? Könnte uns Ärger bereiten. Aha. Doch nicht so. Siehste? Den berieselt man am besten mit Zauber. Hier will ich helfen, probierst du den passenden Elementzauber. Element? Zauber? Weg frei für die werte Schwarzmagierin. Lu, komm her. Du scheinst hier wirklich keinen Schimmer zu haben. Die Elemente. Sie hat einen Kipo. Kupo. Die Eigenschaften von Zauber und Monstern bezeichnet man als Elemente. Auf dieser Welt existieren 4 Elemente, Hitze, Kälte, Strom und Nässe. Wobei die ersten und letzten beiden jeweils entgegenwirken. Das heißt, Hitze-Elementare, Monster sind empfindlich gegen Kälte. Kälte-Elementare anfällig gegen Hitze. Verstanden? Okay, was aber mit Strom und Nässe? Strom und Nässe verhalten sich genau wie Hitze und Kälte. Ja, da ist ein Nässe-Monster. Okay, dann... Strom. Zzt, und gegrillt. Take your time. Let's get going, man. We're gonna wait. Huh? Art. Und? You ready? What's going on? Ja, die wissen, dass sie länger nicht zurückkommen. Chapu,
Didn't pray that day. Said he'd miss his boat. That should do it. Wahrscheinlich brauche ich so ein S-Level, um das die Blockade wegzumachen. Ahahaha, okay. Aber hier ist und tschüss. Dragonik. Das sieht mir schon so aus, als wäre es dann schon fast im Baum von einem anderen. Yuna ist auch hier. Waka. Kann ich mal ausprobieren. Ach, da sind wir ja schon hier, genau. Ist eher so gedacht, dass man da wirklich in diese... Dass man erstmal in diesen Kreis reingeht. Wenn ich da durchgehe, zack. Kann ich einmal rüber. So, komme ich da raus. Barfieb, oder? Unten raus, stumm. Da muss ich dann freischalten. Ich warte mal kurz. So, gehen wir mal dahin. Ich weiß aber trotzdem noch nicht, ob wir da hochkommen. Okay. Yo. Komm schon, der kann mich doch nicht töten, oder? That's enough. Genug, oder? What's with that guy? Kimari Ronso. Kimari Ronso, ein Ronso kann Hex von den Monstern lernen, so meinte ich das nicht. He's another Yuna's Guardians. Huh? Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. But he has protected me since I... Seit sie klein war. Okay. Ein Metallschild.
Langschwert Bruderherz. Sieht nicht so aus, dass man da irgendwie hoch könnte. Hä, hey, wie soll es dann gehen? Wie soll man da hochkommen? Über das auch während des Kampfes können mit LB Charaktere, die nicht beteiligt sind, beliebig eingewechselt werden, dass eine zeitliche Verzögerung eintritt. Okay, die Beschwörung. Yuna kann während des Kampfes mit dem Befehl Beschwören Bestia herbeirufen. Dieser Befehl steht nur Yuna zur Verfügung und kann im Kampf jederzeit benutzt werden. Bestia verlieren HP, wenn sie im Kampf verwundet werden. Wenn die HP auf 0 fallen, verschwindet sie und sind danach für eine gewisse Zeit nicht verfügbar. Die HP der Bestia werden an Speichersphäroiden geheilt. Weiter, Blitz. Haben wir noch Wasser. Oh, Laserstrahl. Dann mal gib ihm. Jawollo. Aber da, ist es dann jetzt nur beim Test oder bei so einem Testkampf hier? Oder ist es dann immer so, dass alle anderen dann verschwinden? Zauberangriff verstärkt. Läuft. Wieder so ein Vetter? Schaukel. Und er ist blind. Schauen wir nochmal. Also das muss ich echt kürzer auf kurz einstellen.
Ich hatte ja vorher den 9er gespielt, Final Fantasy 9. Das wird ja nach und nach auf YouTube hochgeladen. Und. Oh, da kann nicht mehr. Den 10er jetzt hier. Dann kommt es natürlich auf das Abo an und von Xbox, wie gut ich da durchkomme. Ansonsten, ja, Interesse, weitere Teile zu spielen, habe ich auch. Vielleicht danach den 10-2er. Und mal gucken, vielleicht auch weiter. Außer den 15er, weil den hatte ich schon mal auf der Xbox gezockt. Also komplett fertig gezockt. So, Lulu. Jetzt hat's auch Blindschlag, nice. Ja, für mich ist Final Fantasy sowas, also gerade der 9er und der 10er, auch davor die Teile hatte ich auch ein bisschen gespielt, aber vor allem den 9er und den 10er, das damals sehr viel. Griff von ihr ist bestimmt schwach. Genau, 9er und 10er. Die hatte ich sogar eher im Kopf noch und deswegen sind die zwei mir auf jeden Fall wichtig gewesen. Genau, 9er wird hochgeladen, 10er wird auch hochgeladen, alles auf YouTube, die ganzen Gameplays. Blitz. Dann 2er mit den Megaformen. Die 2 mit den Megaformen. 10-2 habe ich gar nicht gespielt, also nur den 10er und dann hatte ich gar keinen Teil mehr weitergespielt. Deswegen, da bin ich dann auch sehr gespannt. Ja, mal gucken. Ach, hier komme ich. Das heißt, ich komme da gar nicht hoch. Oh, das ärgert mich. Bestimmt ist da irgend so ein Trick, wie man da hochkommt. Ja. Nee, geh mal weiter. Ist okay. Wegen einer Truhe. Oder bestimmt konnte man von irgendeinem Spot da nach unten springen. Wird, denke ich, halt so schlimm sein, das nicht eingesammelt zu haben. Nee, ich, beim 9er hatte ich mir so ein bisschen was angeguckt, aber ganz ehrlich, nee, ich möchte das wirklich ganz normal durchspielen, einfach nur als Let's Play und nicht zu, also, außer ich komme irgendwo überhaupt nicht weiter, dann würde ich vielleicht schon nachgucken, aber das glaube ich nicht, dass das so ist, weil die Story ist ja meistens so geführt. Und ich denke mal, das werde ich dann auf jeden Fall hier ohne spielen. Mal gucken, wie ich da durchkomme. Beim 9er habe ich es auch gemerkt, dass du dann gewisse Sachen, die du eigentlich so nicht machen würdest. Ich meine, Sachen finden oder herstellen oder so ein paar Tipps sind gar nicht schlecht. Da muss ich gucken, ob ich mir sowas angucke, aber so komplette Lösungen, oh, das macht's ein bisschen zu arg. Das greift zu arg in das Ganze ein. Goodbye. Wenn du da komplett Analysen hast von einem Boss, wie du den platt machst, vielleicht zu einfach. Ihr seid zu Porta Kilika. Ich meine, gerade früher hast du ja auch nicht ein Lösungsbuch gehabt oder sowas. Hast du das einfach gespielt? Was macht er da? Nur mal vom Cousin ausgeliehen. Mal ein bisschen gespielt, aber gar nicht so groß. Das hat natürlich auch was.
Dann guckt er. Aha. Die Sau. Wie es einfach wegschmeißt. Besten Erbe in sich. Ah, okay. She's Lord Braska's daughter. You don't say. Lord Braska's daughter? Guten Tag. Sprechen. So, is Yuna's father famous? She's the daughter of High Summoner Braska. You saw his statue at the temple. Lord Braska defeated Sin 10 years ago. Yuna's the heir to a great legacy. It's tough. Father's famous. No. Huh? Walker's a bit lacking in the imagination department. Huh? Thanks, Lulu. I'll keep that in mind.